Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Back to the Future. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Part die dritte Episode Citizen Brown abgeschlossen. Und ja, leider nicht allzu erfolgreich, denn wir sind von Ednas Polizeitrupp festgenommen worden. Und ja, wo und was mit Doc Brown geschehen ist, wissen wir nicht. Deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein in die vierte Episode, die sich hier nennt Double Vision. Bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht, was auf uns zukommt und dergleichen. Und deshalb, ja, will ich jetzt auch gar nicht zu lange rumlabern. Wir starten rein in diese Episode und ich wünsche euch viel Spaß bei Back to the Future. Ein neues Spiel, bitteschön. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder gefragt. Ja, natürlich, genau. Nein, ich möchte keine neuen Ziele mitgeteilt bekommen von Marty. Und los geht's. Eigentlich schade, ist wirklich schon jetzt die vierte Episode von fünf. Was? Wo bin ich? Bürger Plus? Bürger Plus? Okay, ja, wir werden direkt reingeworfen in die vierte Episode in Double Visions und ja, das sieht jetzt nicht so ganz gut aus. Wir scheinen in einer Art, ja, ich möchte es jetzt nicht Gefängniszelle nennen, ja, naja, in eine etwas bessere Gefängniszelle würde ich jetzt mal so sagen. Was ja durchaus Sinn macht, da wir im letzten Part abgeführt wurden. Wir gucken uns jetzt mal alles an hier. Das ist nicht sehr entspannt. Ja, das stimmt wohl. Das Fenster. Okay, wir hören nichts. Wir sehen nur Edna mit einem Wachposten. Sprechanlage. Tür. Ja, die Tür wird wohl kaum offen sein. Hey, lass mich raus! Ja, das hatte ich schon befürchtet. Und was haben. Oh. Oh. Unsere Sachen wurden. Okay. Weggesperrt. Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Ja. Da stimme ich zu. Gut, dann versuchen wir es mal hier mit der Sprechanlage. Vielleicht können wir damit nach Hause telefonieren. Quasi, also nach außen zumindest. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und das ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus und Doc retten. Du verdammte alte Hexe, ganz ehrlich. Also in den 30ern warst du mir echt noch um einiges sympathischer. Warst du auch schon eine schräge Vogelscheuche, nein, das war das falsche Wort. Eine schräge Tusse. Aber mittlerweile bist du mir also mal so richtig unsympathisch. So, ich werde jetzt aber trotzdem nochmal mit dieser Sprechanlage. Ich möchte mit diesem Wachposten hier sprechen. Vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, mich rauszulassen. Hallo? Was? Ja.
mal ganz direkt. Lassen Sie mich raus. Tut mir leid, Sir, aber Bürger-Plus-Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger-Plus-Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Als Sie Ihren Bürger-Plus-Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger-Plus-Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger-Plus-Behandlung zu inhaftieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nichts unterschrieben, verdammt nochmal. Ich habe nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Edna selbst hat mir die Papiere übergeben. Na klar hat sie das. Ja, Edna hat meine Unterschrift gefälscht, ganz genau. Sie werden mir wohl nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Edna meine Unterschrift gefälscht hat. Der Witz war gut, Sir. Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger-Plus-Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Na super. Warum sind meine Sachen in einem Käfig? Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger-Plus-Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger-Plus-Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Kann ich einen Blick auf meine Sachen werfen? Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut, treten Sie von der Tür zurück. Ach, tatsächlich. Ganz so. Gitarre gut verstaut. Ganz ja, unauffällig. Scheint schon. Gut. Haben wir jetzt die Kombination? Haben wir die jetzt irgendwie erspähen können? Ich glaub's ja nicht, oder? Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Okay, gut. Das beantwortet meine Frage. Na gut. Wir haben eigentlich alles besprochen. Was ist das hier eigentlich? Gegensprechanlage? Hä? Martin? Ah, Dad, hä? Bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger-Plus-Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Erstmal fragen, warum ist hier eine Kamera? Fragen wir mal. Ich freue mich ja, dass du hier bist, aber warum bist du hier? Ich suche nach deiner Mutter. Mom! Wir hatten einen riesen Zoff, nachdem du weg warst und... Naja, sie hat sich für die volle Ladung Bürger-Plus-Behandlungen angemeldet. Hast du ihr nicht von Biff erzählt? Ich hab's versucht, aber du kennst ja deine Mutter. Wenn sie etwas wirklich will, dann wird sie zu einer echten Naturgewalt. Ich vermute mal, dass ich sie nur finden muss. Dann kann ich es ihr vielleicht noch ausreden. Ja gut, Blödsinn jetzt nach Mom zu fragen, wenn er gerade sagt, er sucht sie immer noch. Warum kommst du nicht persönlich her? Ja, weil er ein Schisser ist. Deine Sorge um Mom ist zwar rührend, aber könntest du nicht persönlich hierher kommen? Oh nein, das kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich eh schon genug Ärger mit der Obrigkeit. Nein, in Anbetracht der Situation ist es wohl besser, wenn ich bei den Fernsehern und den Kameras in der Garage bleibe. egal. Kannst du mir helfen, von hier abzuhauen? Kannst du mir irgendwie helfen, aus dieser Klapsmühle zu kommen? Woran dachtest du dabei? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du die Sicherheitssysteme umgehen. Umgehen? Na, du bist ja gut. Wir sind doch hier nicht in einem Science-Fiction-Film. Schade eigentlich. Dad, diese Bürger-Plus-Uhren werden jeden hier in Hill Valley in Roboter verwandeln, angefangen mit Bürger Brown. Ich wusste schon immer, dass Digitaluhren böse sind. Nicht die Uhren sind schuld, Dad, sondern Edna. Sie ist völlig durchgedreht. Bürgerin Edna ist wahnsinnig? Das ist nicht gut. Aber es erklärt eine Menge. Ja, wohl wahr. Ich muss in der Zeit zurückreisen. Ich habe versucht, über die Schulter des Wachmanns zu sehen, ja. Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad.
Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Ja. Was ja nicht allzu schwer sein dürfte. So. Dad. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Ich will nochmal mit dir sprechen. Ich muss in der Zeit zurückreisen. Dad, ich weiß, dass das starker Tobak ist, aber ich muss Bürger Brown retten, damit wir in der Zeit zurückreisen und verhindern können, dass Herr Edna überhaupt erst heiratet. Du hast recht, Sohn. Das ist starker Tobak. Also lass uns lieber vergessen, was du gesagt hast und uns auf deine Befreiung konzentrieren. Ja, vielleicht wäre das am besten. Dann frage ich doch nochmal, ob er die Mutter schon gefunden hat. Und? Hast du Mom schon gefunden? Noch nicht. Du würdest nicht glauben, wie viele Kameras es hier gibt. Gut, dann... Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Machen wir mal Schluss. Wobei, ich würde ganz gerne jetzt nochmal einen Blick auf diese Gegensprechanlage, weil irgendwas habe ich da gesehen, was mich vorhin schon irritiert hat. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Genau, da ist ein Anschluss. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Ich meine, das ist hier ein Lautsprecher. Aber was willst du mir hier bringen? Also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier schon wisst, worauf ich hinaus will. Da ich ja eine Zeit lang selbst sehr erfolglos versucht habe, eine E-Gitarre zu spielen, müsste das doch eigentlich funktionieren. Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Musik über den Lautsprecher spiele. Ich sollte auf das richtige Publikum warten. Ah ja, okay, also theoretisch wird es wohl funktionieren, aber ja klar, das würde etwas Aufmerksamkeit erregen. Dann versuchen wir hier mal durchs Fenster zu linsen. Oh. Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Ja, dann wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Obwohl, das hören die anderen dann ja auch, ne? Wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen, wenn ich das richtige Publikum warten. Ja. Das habe ich jetzt abgebrochen. Hatten wir schon. Dad! Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Ah ja, kann ich irgendwie mit Jennifer reden? Kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker? Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des... Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger-Plus? Ach nein, Jen. Nicht du auch noch. Schande. Was? Die Tür ist offen bei ihr? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach doch, da hinten. Ja, okay. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht wirklich zielführend, wenn sie ihre Bürger-Plus-Behandlung schon hinter sich gebracht hat. Glaube ich kaum, dass sie uns helfen wird. Aber wir versuchen es. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach, Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Ah, das war so klar. Könntest du mich besuchen kommen? Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger-Plus-Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Verdammt. Komm wieder zu dir.
Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Wie spät ist es? Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger Plus Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach Mann. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du eigentlich in das Bürger Plus Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Mir gefiel es irgendwie. Jen, dieser ganze Bürger-Plus-Kram ist Betrug. Edna nutzt ihn, um die Kontrolle über alle in Hill Valley zu übernehmen, inklusive ihres Mannes. Bürgerin Edna sagte mir, dass du Wahnvorstellungen hast. Aber mir war nicht bewusst. Ah ja, da fehlt mal wieder die Hälfte des Satzes. Wahrscheinlich mir war nicht bewusst, wie schlimm es bei dir schon ist oder dergleichen. Interessant. Wie war die Behandlung eigentlich? Wie war denn deine Bürger-Plus-Behandlung eigentlich so? Sie war... Nun, das ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern. Muss eine Nebenwirkung der Behandlung sein. Ja, natürlich. Gut, ich würde sagen, wir haben hier alles durchgekaut. Willst du vielleicht noch ein Weilchen da bleiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel. Ich bin ein guter Bürger. Ah, crap. So, bin ich jetzt... Moment, ich bin doch jetzt direkt mit ihrer Sprechanlage verbunden, oder? Das heißt, ich könnte ja doch... Vielleicht kann ich ein Ständchen singen oder so. Zur Besinnung bringen oder... Ach, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer. Oh, Martin. Martin? Was machst du? Da! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja, richtig. Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Calvin Kleinunterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Ja... Wir haben Jennifer wieder zurückmanipuliert oder in ihren Ursprungszustand versetzt, dank eines wunderbaren Rock-Solos. Und ja, sehr schön, sie hat uns jetzt auch geholfen, hier auszubrechen, mit Hilfe dieser Uniform, die uns auch wie angegossen passt. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Operation Ausbruch und Rettung von Doc Brown beim nächsten Mal. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ja, der Einstieg hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin sehr gespannt, was hier weiter passieren wird, wie wir Doc retten und Jennifer endgültig zurückgewinnen und überhaupt, ja, nee, also ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dass ich euch wieder begrüßen darf, wenn es heißt Let's Play Back to the Future. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.